Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier der Karte von Thüringen, Version 3.1. Tja, ich mache hier weiter mit Mist. Ich wünsche euch mal vorweg einmal alle schönen ersten Feiertag, ein frohes Weihnachtsfest. Ja, ne, ich hoffe, ihr habt das schön genossen, den Weihnachtsschmaus, ne? Ich persönlich werde wahrscheinlich eine Ente haben. Bin mir nicht ganz sicher, ne? Also ich bin dann mit dem Speiseplan flexibel, sag mal so. Ja, ne? Ich meine, die Zeit ist ja fast Kaffeezeit. Ich neige mir dazu, nach dem Essen ein Nickerchen zu machen, denke ich mal. Das, ne? Wenn ich müde bin, auf jeden Fall. Wenn nicht, ja gut, dann. Aber meistens bin ich müde, warum auch immer, aber ist halt so. So, was wollte ich machen? Ja, der Mistfahrer läuft, hoffe ich jedenfalls. Düngerfahrzeug auch. Also mal gucken, ob da wirklich düngt ist oder nicht ist. Das aussieht, düngt er nicht. Dann werden wir kurz mal entlassen. Bringt ja nichts, wenn er nicht düngt, ne? Aber umsonst. So, und Koppelkettung läuft auf Feld Nummer 47 und ich bin dabei gewesen, Fahrzeuge zu fahren. Ich muss wieder Fahrzeuge verkaufen. Hier, die läuft noch nicht. Mal gucken, ob unsere Silage schon fertig ist. Ja, cool, neugierig, was unser Schuhhänger macht. Denn hier ist ja unsere Frustration, ne? Also, oi. Die Lage sind noch bei 31.000. Oi. Junge, hier hat er der Regen, du. Hat die extra reingestellt, aber wird doch ein bisschen draußen geht. Ah, der ist voll. So ein Mist. Wird das weniger, das gibt's doch gar nicht. So, also wieder voll. Einer ist fertig. Dann war der leer. Na, fahren wir nicht runter. Normalerweise kriegst die Ball nicht bewegt, ne? Gut, der ist noch voll. Silage. Oh. Also die Ballen vertragen keinen Regen, sagen wir so, ne? Dann verrotten die halt, ne? Ungünstig. So, hier habe ich die Silage stehen. Also an sich noch Gras. Gras-Silage. Dann super, das ist super. Da brauchen wir etliche, ne? Upp. Das ist von der ersten Wiese, die wir gemacht haben. Von der ersten und zweiten Wiese. Dann müssen wir gleich mal hier auffüllen. Ja, dann müssen wir uns einfallen lassen. Dann müssen wir so einen Ladewagen holen. Ja. Stand heute soll ja wahrscheinlich auch Schnee fallen zu Weihnachten. Hoffe ich mal, ne? Zumindest am ersten Feiertag, habe ich so gehört. Mittelgebirge. Die Chancen ganz gut. Also ab 500 Meter. Ich lebe ungefähr auf der Höhe von 350. Der kleine Berg, der bei mir unten im Haus. Naja, Berg kann man so nicht sagen. Der heißt auch Berg, ne? Das ist ungefähr 400 Meter ungefähr. Könnte vielleicht klappen, dass wir abends oder nachts. Häcksel gut. Häcksel und Hof circa. Und Strick circa. Also, naja, gut, haben wir eh nicht. Wie gesagt, Schafe. Ja, das ist. Das dauert noch ein bisschen. Ich denke mal, ja, gut. Ja, dann müssen wir sehen. Heu haben wir eigentlich gekauft.
Ja. Denn hier ist mit dem Wetter ganz schön schlecht. Also mit Regen und so. Das ist, muss ich mal schauen, ob wir eine Wiese heu machen können. Ne? Das musst du erst haben. Oder habe ich einen globalen Magnaheu? Das kann sein. Muss ich schauen, dass ich da von der Marsch mir was überhole. Dass ich da was verkaufe. Denn da habe ich aktuell Heu gemacht. Muss das nur entsprechend dann vom Feld holen. Da ist auch Regen angesagt. Das muss ich auch noch machen. Das ist ganz wichtig. Das mache ich dann wahrscheinlich am Freitag. Wahrscheinlich. Morgen eher nicht, morgen Abend oder nachts. Da werde ich etwas früher im Bett gehen, weil ich Freitag. Spätschicht beginnt ja früher. Naja, früher, 23:45, ne? Da kann ich nicht so ausschlafen, das ist nicht so ganz so optimal. Obwohl. Ausschlafen kann ich trotzdem. Aber das hört sich immer länger und länger, ne? Also das ist dann immer blöd. Wenn du die Lage. Da müssen wir doch mal lose einlagern irgendwo. Abkippen, ne? Aber für heute reicht es mal, ne? Da muss ich tauchen, ja, wird reichen. So, was können wir noch machen? Tiere sind versorgt mit Wasser und mit Milch. Ja, auch noch alles neu. Vielleicht klappt das jetzt mit den Abfahren und Milch. Mal sehen. Gleich mal rüber zwischen. Da habe ich den noch stehen lassen, weil er nicht richtig funktioniert hatte. Beim letzten Mal ist er auch querfeld eingefahren, obwohl er so programmiert hatte. Und mal schauen. So. Hat er sich wieder auf BGH abgekippt, eingestellt. So, Viehhandel, Futterverkauf. Biomüll haben wir nicht. Pferdestall, Standard, Verkauf. Produktion, Verkauf Holz, Kies, Verkaufsstellen. Viehhandel, Futter, Ankauf ist das. Und da fahre ich jetzt mal mit. Dass der mir das das hinkriegt, ne? Dass er mich hier diesen Punkt nicht verstellt. Diesen hier Verkauf. Bin mir nicht ganz sicher, wo das gelegen hat oder keine Ahnung, ne? Ja, da fährt das ziemlich schnell, das ist gut. Ein kräftiger Traktor eigentlich normalerweise. Also sehr gut geeignet für sowas. Gerade langen Verkaufsstrecken, das ist immer günstig. Ja, die Outlet-Kurse sind nicht von mir, das ist, habe ich runtergeladen, Forum von Castor. Da hat sich jemand einen Link geteilt, kann man sagen. Und ich habe das mal genutzt. Ich hoffe, geklappt, ne? Wiederum für mich ist das so. Bis jetzt, was ich gemacht habe, klappt. Ja, das sieht logisch aus. Denn die Methode, die teilweise, ja, kann man so nehmen. Also hier ist eine zweispurige Straße eh einfach, Anführungszeichen, ne? Was ich gesehen habe, die ganzen Silos sind angeschlossen. Hier Verkauf zum Beispiel angeschlossen. Und da bin ich jetzt mal gespannt, ob er beim Förderband vorbeikommt. Das habe ich ja versucht hinzubekommen. Ja, bin ich auch nicht ganz so begeistert. Ich da überlege ich auch, ob ich da nicht irgendwie einen Radlader nehme und dann mit Kursplay aufladen lasse. Überlege ich. Ja, müsste aber ein kleiner Radlader sein. Ne? Der große mit 15.000, 30.000 ist übertrieben. Na hier. Unser Wald. Ja, den habe ich schon zum dritten Mal. Jetzt zum dritten Mal holte ich ihn ab. Ne? Zum ersten Mal habe ich noch Bäume gepflanzt. Wohl nicht groß. Denn bei Kartenspiel,
also die Karte neu starten muss, dann ist es alles wieder zurückgesetzt. Und das ist dann schon. Ja, deshalb habe ich letztes Mal kein Wald mehr gepflanzt, weil ich. Nicht, weil eine neue Karte gekommen ist. Das wusste ich anfangs ja nicht. Viehhandel, Futterankauf ist immer noch da. Das ist ungünstig, ne, dass er hier eine Halle durchfährt. Aber wie gesagt, das ist jetzt. Ich kann damit leben, ne? Wahrscheinlich ist das nicht. Blocking. Hat er sich festgefahren? Das finde ich komisch. Wie hält er jetzt an? So, jetzt. Oder erkennt er den Trigger von dem Anhänger? Das muss ich mal kurz testen. Ja, fährt nicht weiter. Der muss den Anhänger wegnehmen. Daran liegt, weiß ich nicht. Normalerweise nicht. Traktor, LKW hatte ich irgendwo gehabt, ne? Anhänger. So, das ist eine gute Frage. Wo habe ich den gelassen? Da. Ja. Es könnte sein, bin mir nicht ganz sicher. Das kann man sich vorstellen. Hier ist ein bisschen. Mit Holz ein bisschen ungünstig, ne? Mit einem großen Anhänger, aber gut. Mal halt gut fahren, ne? Ja, das Sägewerk hat arbeitet. Nicht. Ja, Paletten habe ich immer schon mal fertig, das ist ganz gut so. Macht mir was Geräusche. Komm ich echt nicht rum? Ist ein bisschen eng, aber es kommt. Reicht. Aber nichts für. Hackt und so, also. Ja, nichts für große Fahrzeuge, sondern so. Ja, wo stelle ich Anhänger hin? Beim Wald, ne? Oben hier ist viel faul. Okay. Innenansicht ist in dem Falle günstiger. Hier ist es ganz schön eng für Fahrzeuge, aber wie gesagt, das ist ja, muss gehen, ne? Hier so eine Methode, hier in der Bremse, Ausbremsemethode. Ob das klappt, muss sehen, ne? Und mal testen. Ansonsten müssen wir die Straße verbreitern. Wird glaube ich nicht so vorgesehen sein. Hier kann man auch Strohplätze kaufen, an die Pferde oder an die, ja, halt vergeben. Will man sehen, mit den Hänger hinstellen, am besten vielleicht vorne links irgendwo. Nee, der Silo ist erstmal. Ich habe leider zu wenig Platz. Ja, oh, hier ist günstig. Dürfte da keiner im Weg stehen, ne? Ja. Ich habe halt noch ein Platzproblem, wenn man so. Leider. Das ist halt nicht anders, also. Achso, den Milchwagen wollte ich fahren. Ja, die Flüge müssen auch noch einen Platz gewinnen, also bekommen. Die anderen haben eine Halle. Erstmal, also das ist kein idealer Platz. Jetzt nehmen wir auf den Platz weg.
Ja, hier sind die Silos eingefahren, ne? Ob ich die Silos nutzen werde, ich meine. Der eine hat ja, naja. War ja verbuggt, dieser eine Silo. Muss aber an Giants liegen. Woran genau, weiß ich auch nicht. Den muss ich wegnehmen. Das ist hier. Ja. Halt für Diesel, ne? Zum Beispiel. Müsste ich auch mal wiederholen, dann müsste ich auch wieder zu Neige. Hof 2 müsste ich auch noch ein bisschen mal. Können wir dran lassen. Na, hier können wir nicht stehen bleiben. Hier ist die Route vermisst. Irgendwie. Oder auch nicht. Eigentlich nicht. Also nicht mehr normalerweise. Also sollte keine Route sein. Also hier durch die BGH sollte keine Route sein vom Verkehr her. Das ist vom Verkehr hier ziemlich eng. So. Warum hält er jetzt an? Müsste kein Fahrzeug sein in unserer Nähe. Ho, ho, ho. Soll ich mal kurz so manuell weiterfahren? Da bin ich jetzt gefragt, warum man da jetzt entsprechend spinnt. Mal schauen, ob er auflädt, das ist mal der nächste Punkt. Dann werde ich mal gleich in der nächsten Folge zum Dings fahren. Zum globalen Markt. Mal schauen, wie es da aussieht. So geplant drücken wir. Warum man da jetzt anhält auf einen anderen Punkt, ich weiß ich nicht. Ist aber auch egal. Können wir den mal nicht ändern. Den Grund werden wir später rausfinden. Hoffe ich jedenfalls. Hier ist die Aussilage. Jo. Da 2 Tage brauche ich schon zum Durchkehren. So, dann werden wir uns den Anhänger nehmen, den zweiten. Dann holen wir mal gucken, was wir im globalen Markt drin haben. Also Dünger brauche ich auf jeden Fall noch. Das wird nicht reichen. Das ist typisch. Leichtes Kratzen. Naja, wird ja wohl nicht sein, ne? So, wir fahren zum globalen Markt. Ah, dann machen wir in der nächsten Folge. So, die Schlauer. Das soll schon für heute gewesen sein. Ich sag mal, schönen Dank fürs Reinschauen. Ich wünsche allen noch einen schönen Restfeiertag. Ja, morgen ist ja noch einer, ne? Und dann ist er wieder vorbei. Weihnachtszeit, ne? Bei mir ist das Gerücht, dass wir arbeiten dürfen, aber gut. Bei mir trifft es vielleicht nicht zu. So, tschüss. Ciao, ciao. Ja, bis zum nächsten Mal. Vielleicht morgen. Wenn ihr Lust habt, ich bin da. Tschüss. Und dickes Dankeschön fürs Reinschauen.